Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Diablo 2 und dem Barbaren Björn. Wie ich euch schon beim letzten Video ein paar Mal gesagt habe, war, dass ich ein bisschen versuchen werde, mal ohne Aufnahmen zu leveln. Der Stand schaut jetzt so aus: Ich bin jetzt Level 14, ich war auf Level 12. Okay, ja, ist halt nicht viel mehr, aber ein bisschen was. Ein paar Punkte habe ich wieder vergeben. Optisch schaut so aus, habe diesen Helm gedroppt. Ist jetzt auch nichts Überdrüberes noch, aber besser als der vorige. Die Keule habe ich, ist bis jetzt am stärksten. Den Gürtel habe ich jetzt ausgetauscht auch. Stiefeln habe ich leider noch nichts gefunden. Sei es wie sei. Jetzt schauen wir nach, ob ich. Ja, das sind alles von den anderen Sachen, die. Heiltränke werde ich natürlich nicht nehmen. Das schaut auch ein bisschen mager aus. Aber egal, machen wir es trotzdem. Werden wir wohl genug droppen währenddessen. Was ich auch gemacht habe, ist, ich bin ins Gefängnis Ebene 1 und habe dort das Portal schon gefunden. Ja, niemand soll je eingesperrt werden. Klar. Aber ich bin zumindest nicht so weit, dass ich in die Ebene 2 runter bin. Und dort weitergekämpft habe. Hoppala. Na, falsche Taste. Und habe jetzt. Bin somit hier gleich eingestiegen. Jetzt können wir mal schauen, wo hier eventuell die Ebene 2 ist. Und dann kommen wir. Wie heißt die jetzt überhaupt? Andariels Lager, genau, die muss ich finden. Und dann vernichten. Und somit wäre dann Akt 1 erledigt. Hätte nicht gedacht, dass sich das so leicht ausgeht. Oder so schnell ausgeht. Das ist halt Akt 1. Der ist noch human. Sagen wir mal so. Lustiger wird es erst dann, wenn man in den Akt 2 kommt. Dort kann es ein bisschen länger dauern. So, was ich jetzt trotzdem ausnütze? Natürlich hat er wieder nichts da. So, zip. Schauen wir nach, ob der Körper irgendwas hat. Das Skelett hat einmal keinen Körper. Wer hätte es gedacht? Die alle nach drei umbringen. Und hoffen, dass ich gleich mal die Ebene 2 anfinde. Nicht der Meister. Ausdauer-Elixier. Brauche ich nicht wirklich. Und ein paar Heiltränke wäre ich jetzt schon langsam froh. Hey. Und jetzt wird es langsam knapp. Wenigstens einer. Außer viel Kohle. Mit einem blödes Skelett, was keinen interessiert. Denke mir, irgendwas schießen die noch. Sonst soll es nie herkommen. Sehr schön, dass da nichts weitergeht. Da mal nicht. Ja, genau. Also war der Weg für die Fische. Oh, nicht der E. Sag ja, ich wollte die Gone nicht jetzt haben. Muss jetzt ein bisschen auf mein Leben achten, hä? 70 Lebenspunkte kommen hopf nicht mehr weit. 50, 46. Und nichts kommt dabei raus, jetzt zuerst. Achso, was gibt's? War doch nicht so die allerbeste Idee. Ohne irgendwas da oben zum Rennen. Das ist aber schlecht. Das war dezent schlecht.
Selbst wenn ich jetzt Ebene 2 anfinde, ist es schlecht. Was ist denn das? Kann wieder zurück raus. Und habe ich am allerwenigsten hin wollen. Gott. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir 27 Lebenspunkte. Nichts war drauf. Es hilft nichts. Ich muss zurück. Dann müssen wir uns halt eine Lebenstränke kaufen. 2, 3, 4, 5, 6. Mit der 6 werde ich wohl rauskommen jetzt. Weil das werde ich wohl bauen finden. Hä? Mal. Sehe klar, dass da wieder nichts ist. Bleh. Boah, ist denn der scheiß Übergang jetzt? Aha, Kiste. Wow, da war einer gewesen. Das sollst voll heavy sein. Mhm. Vorbeigrennen danach. Eine Identifikationsschriftrolle. Was gibt's mit der schweren Stiefel da überhaupt? Naja, oh, besser sind sie. Dann kann der Blödsinn ja nur mehr da unten irgendwo sein. Na bitte, da ist er. Das heißt aber. War interessant, ob ich das jetzt wüsste, ob es da Dinger gibt, ob es da einen Dreier gibt. Eine Ebene 3. Oder ob es bei den 2 bleibt. Nein, glaube ich nicht. Es gibt sicher einen dritten noch. Gold ist nie schlecht. Mhm. Das ist ein bisschen hartnäckig. Ja. Da haben wir nicht gerechnet. Die sind alle relativ hartnäckig. Da gehen die Lebenstränke wieder drauf. Alter Schwede. Ja. Das haben wir nicht wollen. Und schauen wir mal, was es da gibt. Ich muss da aber Heiltränke reingeben. Ich brauche mehr Heiltränke als Mana-Tränke. So, Verteidigung 8, 13, nur 10% schnelle Erholung nach Treffer. Oh, jetzt kommt der schon wieder. Na bitte. Ging ja gar nicht schlecht. Jetzt habe ich mir einen Blödsinn angestellt. Jetzt habe ich mich voll verleiten lassen von der Gleiche. Das ist immer alles gut gegangen. Zum Glück gibt es da keinen Heiler. Das war jetzt sonst derzeit ziemlich in die Binsen gegangen. Das war dezent in die Binsen. Gut, das haben wir mal überlebt. Schauen wir da weiter. Da unten wimmelt es schon von Gegner. Schaut es denn da oben aus? Hm. Ist ja nicht gerade das Wahre. Boah. Na bitte. Oh, gar nicht so schlecht. Boah. Ich hasse es immer, wenn der explodieren. Hey.
Der Faseln. Meiner Trinke ist noch echt bald genug. Kann ich mal da ein paar Verbrauchen anfangen. Ich glaube, ich habe ein Amulett. Ich glaube, es ist Amulett was. Na, doch nicht. Der auch nicht. Der. Der Ring 1 zum Mana nach jedem Kill und irgendwo war, glaube ich, noch was. Da, genau, die Axt. Ah, die Keule. 1 zum Mana nach jedem Kill. Wenigstens ein bisschen Vorteil einmal. Für den Anfang. Boah. Ja, wenigstens mal Heiltrank. Aber die Geister hilft mir auch nichts, wenn ich das nehme. Weil das sagen mir sowieso aus Mana weg. Wie man, wenn einer ein Bier duscht hat. Die braucht man nicht. Ja, nein, Mann. Da eine gern weiß ich zwar jetzt schon, dass das für nichts ist. Für 30 Gold hat sie es halt auch nicht ausgezahlt. Oh, Zauber! Gefällt mir. Es ist halt immer so eine Lotteriegeschichte. Ist was Sinnvolles oder ist es nicht? Okay. Das hat übrigens auch so für die Heiltränke mal. So, wo bin ich jetzt richtig? Oben oder unten? Das werden wir gleich herausfinden. Okay, hinauf. Haben da was drin? Jawohl. Ach, das ist Angriffswert. Ist ja jetzt zumindest einmal nichts Schlechtes. Ach. Scheiß Feuerspucke da, Alter. Da gehen wir auf der. Bitte. Na, geht doch. Puh. Ich hab mir das fast ein bisschen leichter vorgestellt gehabt da unten. Kommt's raus. Das ist mir lieber. Schön, wenn ich zu euch reingekommen wäre. Na, bitte. Da kommt ja noch einer. Sehen wir dann noch nicht weiter. Was ist denn da los? Das gefällt mir auch nicht. Da würde ich. Boah, ungern aufmachen die Tür. Ah, so geht's wohl. Da bleibt nicht mehr, kommt nicht mehr einer. Hey, das war jetzt nicht ausgemacht. Dass ihr da mit rauskommt. Renn mal Bilder fahren. Bleh. Ich würde nicht mein ganzes Leben für euch verpulvern. Hey. Vor allem, weil ich Heiltränke nicht mehr viel habe. Super, jetzt gibt's nur mal an. Das gefällt mir.
Das gefällt mir. Ich würde sagen, irgendwer wird wohl von euch an Heil dran kommen. Echt jetzt? Nicht mehr? Boah. Das macht die Sache jetzt gerade nicht einfacher. Vor allem nur, wenn ich ganz genau richtig schaue. Müssen die jetzt nochmal sehen, dass ich da gar nicht weiterkomme. Ein paar dem waren sicher ein paar dabei. Super. Ja, war mir klar. Dann mit dem mal raus. Nehmen wir den Kurzbogen mal mit. Das Messer macht ja nichts, macht nur die Assassine. Der Bogen ist ja für nichts. Nein, danke. Wow, Mana-Trank. Naja, immer noch besser als nichts. Und dann tauschen wir trotzdem was. Und wo gehen wir jetzt hin? Da bin ich alles durch. Da zwischen, aber weil er mich echt juckt. Ja, sicher. Was mit der Leistung jetzt bei der da, und Ariel und nicht viel einfacher. Wenn ich bei der mal bin. Es könnte noch kritisch werden. Das sehe ich jetzt schon. Der wird ein harter Brocken. Wenn es in der ersten Stufe ist. Gehärtetes Leder. Wow. Da ist aber wieder nichts. Wo hab ich jetzt gesagt, muss ich hin? Da nochmal durch. Ja, da runter. Man hat ja ganz nichts nehmen können. Ja, sicher. Ebene 3. Naja. Was ist denn? In gewisser Hinsicht ist es beschissen mit Maus zu spielen. He. Oh, ein Spieß und ein Ring. Spieß könnte Geld geben. Gold, Geld, ja, genau, wie man es nennen will. Ja, Schriftrollen habe ich jetzt so viel. Ich will nicht den ganzen Platz damit verschwenden. Uha! Zum inneren Kloster. Komm bitte, also mit dir. Da draußen gibt es irgendwo ein Portal, sag ja. Na bitte. Jetzt hat man das auch angefunden. Dann jucken wir zurück schnell. Lassen die paar Sachen identifizieren. Von unserem Deckard Cain. Zurück zu Akara. Was brauchen wir denn? Die mal sehen. Wow, 5. Dann gibt es da nicht viel. Wurfschaden. Aha. Okay. Ring. 3 zu Energie. Brauche ich sicher nicht. Mana. Verkaufen wir ein paar. 8 zu Angriffswert. Das lasse ich mir rein. Aber der Rest ist eher kontraproduktiv. Dann schmeißen wir hier dazu. Ja, genau, das Schwert habe ich mal angefunden. Weiß nicht, ob das über drüber besser nachher ist als wie die Keule. 6 bis 8, 6 bis 18. Naja, okay, Schaden wird es eventuell mehr geben. Aber ich bräuchte dafür noch die Stärke. Will ich jetzt nicht extra die 9 Punkte hergeben dafür noch. Noch nicht. Also, das Geld. Oh, da habe ich ein bisschen was gesammelt. 39.000 habe ich ja schon bereits. Gut, jetzt haben wir das innere Kloster. Da muss ich erst noch in die Katakomben runter. Und dort gibt es auch, glaube ich, 3 Stufen.
Wenn nicht mehr. Ich weiß es nicht. Die Kathedrale. Oha. Da ist das Gold ja nur mal so rausgeploppt. Hey. Na, was ist? Keine Gegner? Ja. Ist früh angesprochen. Immun gegen Kälte. Hm. Fangt schon gut an. Jetzt kommen die langsam auch noch. Erkältet und vergiftet, beides nämlich. Die brauchen wir sicher nicht. Die warten wir an, aber der Speer schaut angeblich groß aus. Speerklasse, ja, okay, das ist noch schwierig, was ich nehme. Das Schwert, 2 bis 9, 6 bis 8. Schauen wir mal, vielleicht hat es was. Wow, 1 zu Stärke. Kontraproduktiv. Na, siehst du, Heiltrank. Es kommen schon wieder die Geister. Die Geister war kaputt mit der Zauberin spielen. Und da war es egal, wenn sie Mann absagen oder so weit sind sie nicht gekommen. Ich habe schon mal vorher umgebracht gehabt. Na komm. Und. Na bitte. Ich brauche aber kein Messer von dir. Gut, das heißt. Ah, da ist er. Pfeile. Da gibt's auch nichts. Das heißt, ab zu den Katakomben. Kalt und feucht unter der Erde. Ja, ja. Interessant wäre jetzt noch, wo ist hier das Portal? Na! Nicht den kleinen Teufel. Na, bitte nicht. Ich hab nichts mehr gehasst als wie der kleinen Viecher. Vor allem mit der Nahkämpfer. Ich hab's gesagt, ich hasse dich. Der schnellste bin ich halt auch nicht mit Tastenkombinationen. Alter Schwede. Katastrophe. Das sag ich dir. Wo sind wir jetzt wieder? Darüber. Schauen wir, dass wir unseren Körper wieder anfinden. Das war wieder der Weg darüber. Nehmen wir einen Mannentrank zumindest noch mit eine. Schriftrolle des Stadtportals. Wo bin ich jetzt hingegangen? Darüber, okay. Das heißt, darunter, darunter und jetzt kann man sie schon wieder aussehen. Das ist mir zumindest mein Körper. Hey. Und der wichtigste ist, wenn ich schon mal reingegangen. Das hab ich schon alle gesagt. Na, das war der jetzt. Puh, Glück gehabt. Jetzt haben wir das, 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 das. Zombie. Das war wieder so klar. Ich habe jetzt schon wieder überladen. Dann hätte ich die falschen Songs mitgenommen, gell? Ja. Ja. Oh, Brust ist nicht so wichtig. Der gibt mir nichts. Super. Wenn das gewusst hat. Weiter. Okay, nein, komm ich doch nicht. Super, Sackgasse. Aber meine Lieben, das Wichtigste habt ihr mitbekommen. Und jetzt suchen wir uns weiter dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.